Da sind irgendwie versteinerte Tiere. Pfarrer holt schon den Besen. Der, die kommen alle hingejumpt. Und benutzt den Dolch. Halt, was? Dann zieht zurückspulen. Für Megafrost. Benötige alle Machtbehälter, okay? Bam, jetzt kommen wir hier. Zack, zack. Das war auch dieses Gemetzel, was wir in der Vision gesehen haben. Ja, ich würde gern. Ja, mach doch. So. Wie gesagt, ja, das war diese Spezialattacke und wir haben auch keine Zeit mehr, also bis dann. Obwohl da vorne schon der nächste Speicherpunkt ist, aber naja, bam. Yeah, Zeit überzogen. Zweite Folge schon. Also ja, und Skaten und willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia, The Sands of Time. Ich habe in der letzten Folge gesagt, die Mauer hoch? Sie ist zu hoch. Pfarrer holt den Besen. Ja, da war ich zu sehr in meiner Vorstellung, was Frauen machen sollten. Nein, jetzt. Ich wollte natürlich Bogen sagen. Yeah, okay. Natürlich will ich speichern. Der Zoo des Sultans. Zack. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Kam mir gar nicht so vor, dass es so schnell geht mit den Kontrollpunkten, also mit den Speicherpunkten sozusagen. Naja. Ja. Schade, dass die Gesundheit nicht aufgefüllt wird, weil wir irgendwie auch sehr wenig haben, aber naja. Passt schon, ne? Fangen wir einfach mal hier rüber von Palme zu Palme und so. So, haben wir doch in der Vision gesehen hier. Zack. Dann hier runter und. So. Danke. Wie haben die den Sandsturm überlebt? Sie brauchten nicht zu überleben. Ja. Diese Vögel sind sehr nervige Gegner, vor allem wenn man nicht so viel Energie hat. So, wir müssen immer warten, bis sie angreifen, also immer blocken und dann erst angreifen, sonst kriegt man die nicht getötet. Oder beziehungsweise, sonst kann man die nicht berühren. Sonst kommt man nicht an die ran, so wollte ich sagen. Ey, block doch, Mann! So, jetzt erst, ey. So, war's das? Ich höre hier noch ein paar Vögel eigentlich. Ja, da ist noch einer. Ich drück doch die ganzen. So, jetzt. Irgendwie braucht er erst eine Zeit, bis der sieht, dass da Vögel kommen. Naja. Okay, es waren schon irgendwie vorher zu Sand gemachte Vögel vom Visier. Hier ist eine Kiste drin, die wir bestimmt gleich brauchen. Um da hochzukommen. Nee, um was zu machen? Doch, ich glaube, da hochzukommen. Okay, da kommt Pfarrer irgendwie nur hin. Naja, okay, schieben wir erstmal die Kiste dahin. Alter, ich brauche immer noch eigentlich mal so ein bisschen Energie. Oh. Das sollten wir nur machen, na dann. Da brauchen wir die Kiste doch nicht, oder? Kommt Pfarrer hier raus? Jo. Ach ja, im Film, glaube ich, The Sands of Time. Ich lege den Hebel um. Hieß die weibliche ich schau mal, wo der hinführt. Protagonistin irgendwie das Fatima oder so. Das Diarium von Azad, der Stolz des Sultans. Es war eines der Weltwunder. Als Kind träumte ich davon, es mit eigenen Augen zu sehen. Nun war es ein Ort des Schreckens. Eine verlassene Ruine, verwüstet durch den Sand der Zeit. Hier bin ich! Ah, schön, eine Badewanne. Das trinken wir doch gerne draus. Nee, gar nicht eine Badewanne. Hier so ein Futtertrog. Nur mit Wasser. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Fuck. So, stand auch damals vor Cowboy-Saloons oder so. Ach, keine Ahnung. Für die Pferde halt. Ne, so. Ja, genau. Dann springen wir halt so dran, ey. Wollte ich stylisch machen und spring voll daneben, ey. So, zack. Und zack. So, jetzt müssen wir uns hier an der Mauer immer weiter nach oben arbeiten. Aber das packen wir schon. Okay. Das ist auch abnormal, wie hoch der springen kann, ey.
Oh, doch, hier hin, okay. Zack, und jetzt? Ach stimmt, an der Mauer können wir auch lang laufen. Aber hier ist eine Leiter. Deswegen müssen wir das nicht. So, komm. Zack. Hier. Ändern. Das erinnert auch an Assassin's Creed. Das haben die alle von hier geklaut. So. So, hier lang. Dann jetzt an die Stange hier. Zum Glück hat das gepasst. So, und jetzt einfach hier weiter. Okay, ja, damit habe ich, glaube ich, vor lange hier verbracht, weil ich diese Kiste nicht weggeschoben habe. Und mich die ganze Zeit gefragt habe, wofür ich die brauche. Nein, daran kann ich nicht springen. Warum hängt die auch so runter, Mann, diese Palme da? Naja. Hä, was soll ich denn machen? Oder hier habe ich auch gehangen. Nö. Okay, noch 3 Versuche. Fuck. Nee, ich glaube. Hier hoch. Und dann hier. Warum hältst du das? Warum kann er sich da nicht festhalten? Was soll ich machen? Ah. Ey, das war so eine optische Täuschung damals, ey. Boah, haben wir gerade bio-optische Täuschung. Mann, ich habe gedacht, die hängt so runter und nicht, dass die zu mir... Oh, Mann. Stimmt, da habe ich mich damals auch voll aufgeregt, glaube ich. Okay, den natürlich wieder einmal rum. Und dann wahrscheinlich da zum Speicherpunkt wieder. Mal wieder 3% geschafft. Yeah! Krasse Soundeffekte und so. Komm, das schaffen wir. Bam! Yeah, abnormal springen wieder. Ach ja, der Shit. Ah, wir fallen also. Wir lassen uns also freiwillig eine Brücke runterfallen. Okay. Ne, 28% und jetzt haben wir immer noch 28. Geil. Noch nicht mal 1% geschafft. Auf einem Vogelkäfig. Yeah. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Jetzt kommen auch wieder neue nervige Gegner, glaube ich, nämlich Fledermäuse dann. Also glaube ich, keine Ahnung wie. Oh, ich bin noch voll vorbeigelaufen. Der geht automatisch so nach links und. Wie ihr wünscht. Voll rein, ey. Nicht schon wieder. Nein. So, komm, jetzt. Zack, ey. Ganz genau arbeiten oder beziehungsweise nicht ganz genau, sondern einfach 10 Meter außen rumlaufen. Damit man. Damit der nicht sagt, dass ich da eigentlich ran will. Naja. So, Pfarrer ist ja auch irgendwo, oder? Nö. Müssen wir erst hier rein, hier wieder rauf schicken, glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung. Ah, dieses Symbol zeigt auch immer, wo wir ab. Springen müssen, um diesen Schalter zu betätigen. Ja, bitte, Pfarrer. So, und auf geht's. Ach, ich verspreche den Weg. Wenn ihr mir bis hierher geglaubt habt, so glaubt ihr mir vielleicht auch, dass mich das Mädchen auf unserem Weg durch die mondbeschienenen Ruinen immer stärker anzog. Oh. Meine Vernunft sagte mir, dass ich mich trauen sollte, zu allen Grund zu hassen. Sie schien eine treue Begleiterin zu sein. Und ich gestehe, ich war froh über die Gesellschaft. Das Mensch ist Fleisch. Ich komme nicht dran. Aha, aha, so langsam zieht Pfarrer ihn an. Aha, aha. Hab ich's doch gewusst. Okay, wo ist dieser Schalter, der das Tor betätigt? Hier nicht. Klar, okay, da natürlich, aber wo ist dieser Spalt? Da ist eine Kiste. Was? Ich habe doch gar nichts gesagt. Naja. Okay, vielleicht müssen wir irgendwie einen Spalt suchen. Vielleicht ist er hier hinter. Hier habe ich, glaube ich, auch voll lang gehangen. Da. Kommen wir von hier daran? Nein, wir müssen
Hier, also... Ja, genau, das müssen wir machen, aber hier oben. Nein, das nicht, sondern das richtig. So, zack. Ja. Dann gehe ich halt alleine durch. Ich habe gedacht, du gehst durch, aber nein. So, erstmal natürlich Sandquellen holen. Warum fragt ihr immer was? Megafrostkraft auffüllen erzeugt ein... Achso, neun... Ah, okay. Da habe ich den Doppelpunkt nicht gelesen, ja. Die steht da so im Weg und ich kann die Kiste nicht wegschieben, geil. Da sieht man nochmal, wie fett die ist. Pfui. Hey, da ist keine Tür. Stellt euch auf die Druckplatte, ja? Gerd, tschüss. Wie kommt ihr jetzt durch? Ich weiß nicht. Könnt ihr euch nicht durch einen Spalt oder so zwängen? Naja, also so eine Kiste können wir halt wegziehen, nur Pfarrer irgendwie ist im Weg. Naja. Natürlich. Immer noch coole Position hier so. Zack, jetzt aber. Okay, wir müssen da vorbei schleichen. Oder nee, einfach von der anderen Seite. Zack, zack. Okay, und durchge... Rollt. Hier bin ich. Ja. Muss... Alter. Geschafft. Huhuhu. Ja, okay. Und weil ja alles, was wir in der Vision sehen, wahr ist, werde ich mich auch jetzt in den Tod stürzen. Tut mir leid. Nein. Na, hat sie wieder gesagt. Sie sorgt sich um uns. Ich weiß, das ist super krank, weil ich immer sage, ja, damals habe ich als Kind da voll oft gehangen, aber naja, Klippen und Wasserfall. Weil ich denke, dass ich bei dieser Stelle auch gut ein bisschen gehangen habe. Hier. Weil ich nicht gewusst habe, dass man da weiterklettern kann, weil es nicht so aussah an der Wand halt. Ja, was kommt? Nö. Können wir nicht irgendwie... Oder, ah, da soll ich rüber, okay. Oder? Ich glaube schon. Ich warte und hier. Jetzt kommen auch die Fledermäuse gleich, glaube ich. Wenn wir hier oben rumklettern. Erstmal kommen Vögel, glaube ich, wieder. Und dann Fledermäuse. Ja. Ey, ich hab... Ich hab die ganze Zeit rechts auf Maustaste geklickt, aber der lockt einfach nicht ab, der Junge. Stattdessen macht er hier die ganze Zeit Wall Run. So, ey, Mann. Die halten zwar auch nicht viel aus wie dieses Skarabäen und so. Ey, ich halte es einfach gedrückt, aber er checkt es nicht, ey. Man muss irgendwie die ganze Zeit so anklicken, bis das endlich kapiert. Naja. Jo, hier, weil ich glaube ich auch nicht gesehen habe, dass man da weiterkommt. Okay, hier. Ich wollte mich gerade schon fallen lassen, aber wir können jetzt sowieso hier nach unten. So. Schon wieder. Bam. Immer kranke Musik hier. So, höchstmöglich abspringen. Zack. Da ist ein Wasserfall. Oh nein. Aber schon eine schöne Gegend hier, wenn wir nicht gerade mit Sandmonstern um unser Leben kämpfen würden. Aber naja. Und ich glaube, das Ganze spielt auch in einer Nacht. Also, jedenfalls ist es immer dunkel irgendwie. Ey Mann, warum geht es denn nicht? Es geht einfach nicht.
Oder vielleicht so ausweichen, stimmt, kann auch sein. Nee, kann nicht sein. Ja, genau. Ey, diese Vögel nerven mich so dermaßen und die machen mich auch einfach fertig, ne? Und wie sie fertig machen, wie sie seht ihr in der nächsten Folge. Also bis dann. Bam.